happy popping to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. So, jetzt geht's los hier. Sind wir am Campingplatz angekommen? Hier hinten? Geht nicht, muss anders drehen. So, sind jetzt die ersten Meter von unserem 3000 Kilometer Projekt. Dieses Jahr fahren wir ja die erste Serie hier. Ne? Erste Serie Donauradweg Deutschland. Vielleicht fahren wir auch bis Österreich, wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt hier unseren Bus, unseren Bulli haben wir auf dem Campingplatz abgestellt. Die haben das Gott sei Dank uns ermöglicht, dass wir die Karre da hinstellen. Da haben wir ein paar Mark bezahlt und dann alles gut. Und jetzt fahren wir Richtung Bräunling, Richtung Donau-Esching. Das sind jetzt noch mal so 15 Kilometer. Und da fängt es dann eigentlich erst an. Ansonsten, wie gesagt, wir hatten ja vor, mit der Bahn zu fahren. Das ist ja nach der Verkehrswende nicht mehr möglich mit dem Fahrrad. Ne? Und die ganze Karre war auch voll, der ganze Bulli war voll mit Gedöns. Also zwei voll bepackte Fahrräder. Das will man jetzt nicht hier alles einzeln durch den Zug schlüren. Noch dazu hier 9 Euro Ticket und alles voll und das geht nicht. Also haben wir gesagt, wir fahren mit dem Bus runter, stellen den hier ab, fahren so weit wie es geht. Hoffentlich bis Wien, aber Wien wird sehr sportlich, das sind 900 Kilometer. Aber irgendwie sowas, vielleicht Österreich, mal sehen. Und dann fährt einer zurück und holt Bus. Das ist der Plan. So, Donau-Ursprung hier. Stehen wir am Donau-Ursprung, wo hier der, ich weiß nicht, wie sie heißen, der linke und der rechte Fluss zusammenfließen und dann ist es die Donau. Und es geht noch 2779 Kilometer, bis das Ding ins Schwarze Meer plutschert. Das werden wir nicht ganz schaffen im Urlaub, wir haben nur 2 Wochen Zeit, aber der ganz große Plan wäre das schon so in den nächsten Jahren. So, auf geht's, wir müssen irgendwie sehen, dass wir einen Campingplatz finden. Voll Rio! Voll der fetzige Gegenwind hier. Schon seit mindestens 3 Minuten. Muss man ein bisschen gucken hier. Wir sind auf fast 900 Meter gestartet und können jetzt hier einfach rollern. Wenn es so weitergeht, kommen wir wie damals im Winschgau, der Radweg im Winschgau, da musst du auch, da fährst du 80 Kilometer und musst vielleicht 3 Mal drehen am Fahrrad. Ne? Und bis jetzt ist das hier genauso. Ja, und dann, ich muss in den Fahrschergang. Kommst du so lässig mit dem Fuß über von hinten rum über das Fahrrad? Ja, dann da geht es jetzt los. Wir wissen noch nicht, wie weit wir fahren heute. Vielleicht so 50 Kilometer am Ende. Es ist ja auch schon 20 nach 1. Mal sehen, wir werden so bis 5 fahren, denke ich. Und dann müssen wir langsam gucken, wo wir schlafen. Wir haben vor, eigentlich Campingplätze oder Zeltplätze zu nehmen. Also dieses Wildcampen ist jetzt nicht unser Ding. Aber wir werden mal gucken. Wer weiß. Das ist das Schöne an so einer Radtour. Im Grunde genommen geht es jetzt nur noch um 3 Sachen. Wo kriege ich was zu essen? Wo gehe ich auf die Toilette? Und wo schlafe ich? Und dann habe ich Angst, dass wir verhungern. Da vorne hatte eine Kneipe offen. Nach 7 Kilometern. 7,3. Ne? Das wird die nächsten 2 Wochen genauso sein. Dann das nächste Ding wird sein, wie komme ich wieder zurück? Gut, oh, da kommt ein Berg. Ich mach mal aus.
So, jetzt befinden wir uns hier an der Donauversickerung, an der berühmten. Hier versickert die Donau, dann ist sie weg. Sieht man hier, hier links ist sie weg, vorne kommt sie. Es ist wie wenn ich in eine Kneipe gehe, da versickert das Bier. Und dann sieht es genauso verheerend aus wie hier links. Ja, wir befinden uns kurz vor dem angepeilten Zeltplatz. Wir müssen mal gucken, hier Annas Imbiss oder irgendwie. Ich habe es schon wieder vergessen, wie es heißt. Es kommt gleich und dann werden wir da wahrscheinlich die erste Nacht verbringen. Knapp 40 Kilometer. Ja, wir sind ja seit um 5 Uhr unterwegs. Mit dem Auto schon stundenlang. So, jetzt sind wir hier angekommen. Hier sind schon die ersten Zelte, stehen hier schon. Ninas Essart nennt sich das. Hier gibt es noch was zu essen bis 7:30 Uhr. Und hier ist heute Schicht im Schacht. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen.